Hallo, herzlich willkommen zu einem zweiten kleinen Filmchen über die Neuerung in Cinema 4D12. Was ich Ihnen jetzt zeige, ist nicht neu, beziehungsweise ich bin nicht der Erste, der Ihnen das zeigt. Es gibt auch schon ein anderes Videotutorial oder ein Filmchen über diese Optionen, allerdings auf Englisch. Man kann es natürlich auch nachlesen in der Dokumentation. Trotzdem möchte ich Sie auch noch mal darauf hinweisen, weil es ein wichtiges neues Feature ist, was zum Teil auch dazu führen kann, dass ältere Dateien nicht so dargestellt werden, wie sie es vielleicht sollten. Zunächst einmal habe ich hier eine ganz einfache Szene, einen Würfel auf einer Ebene, eine Lichtquelle. Wir haben Global Illumination aktiv. Die Lichtquelle hat inverse Abnahme, invers quadratisch. Sie wird in Abversion 12 als die physikalisch richtige Abnahme bezeichnet. Dann würde man sie natürlich auch gerne nehmen. Und wenn ich jetzt das Bild rendern lasse, dann sieht das auch ganz okay aus. Wie gesagt, es ist hier nur eine Lichtquelle. Der Boden strahlt ein bisschen Helligkeit ab, deswegen ist die dem Licht abgewandte Würfelseite nicht ganz im Dunkel. Links ist es sehr hell, aber nicht überstrahlt. Rechts ist es ziemlich dunkel, aber auch nicht pechschwarz. So, jetzt komme ich zu diesem Feature über, was ich eben angesprochen habe. Das finden Sie in den Dokumentvoreinstellungen. Das nennt sich linearer Workflow. Linearer Workflow bedeutet kurz gesagt und vereinfacht gesagt vor allen Dingen, dass beim Rendering dunkles heller und helles dunkler wird. Das heißt, insgesamt wird es etwas harmonischer. Insgesamt wird es vor allen Dingen aber auch einfach heller. Das muss man wissen, denn wenn Sie natürlich ältere Dateien jetzt hier öffnen, die Sie ohne diese Option oder ohne dieses Feature erstellt haben, dann erscheinen die hier in der neuen Version 12 mit diesem aktivierten Feature zu hell. Ja, das muss man wissen. Deswegen öffnet Maxon oder Cinema 4D12 diese älteren Dateien auch mit deaktivierter Option linearer Workflow. So, ich kann mit den OpenGL-Darstellungen im Editor ganz gut unterscheiden, was das bedeutet. Ich kann diese Option an- und abklicken. Jetzt ist sie aktiviert, es ist also heller, wie man sieht. Ohne die aktivierte Option ist es dunkler. Aber links sehen Sie, dass es einen überstrahlten Bereich gibt. Wir schauen mal nach, ob es im Rendering auch so ist. Ja, es ist überstrahlt, also links zu hell, rechts deutlich dunkler als in der anderen Fassung, wo wir linearer Workflow aktiviert hatten. Ich aktiviere es nochmal, wir lassen es nochmal rendern, um den Vergleich zu sehen. Und damit das Ganze vielleicht noch deutlicher wird im Bildmanager. Erste Fassung mit aktivierter Option, zweite ohne. Jetzt mal kurz im AB-Vergleich. Können Sie schon sehen, dass es dunkler ist. Links heller, viel zu hell. Und rechts ist es ein wenig heller geworden, wo es ohne die aktivierte Option, Entschuldigung, deutlich dunkler ist. Ja. Also die Bilder werden insgesamt harmonischer belichtet, das ist gut. Nur achten Sie beim Einsatz älterer Szenen darauf, dass diese Option zunächst einmal wirklich deaktiviert ist. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.